Spike, du bist mein Freund. Mein ganz besonderer Freund. Ja, ja, und wir mögen dich so sehr. Wir wissen, du bist glücklich, wenn dein Bäuchlein ganz voll ist. Doch was du da jetzt futterst, das ist nicht so appetitlich. Nein, 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 es ist scharf und stinkig, stinkig und scharf. Das ist, was das nicht in dein Bäuchlein darf. Doch, so ein Zeug ist übel und es riecht auch grässlich. Am Ende riechst du noch genauso scheußlich. Komm, lass es sein. Das ist nicht fein. Sonst stinkst du. Augenblick mal. Spikey, du hast mich auf eine Idee gebracht. Vielleicht gibt es einen Weg, sicher durch das Land der Schafzähne zu kommen. Das ist völlig unmöglich. Wenn wir unseren Geruch mit Tollkraut überdecken, riechen sie das Zeug und nicht uns. Du sicher, es funktioniert? Würdest du zu Spike gehen, wenn er so stinkt? Petri auch nicht zu Petri gehen, wenn er so stinke riecht. Mal sehen, ob's funktioniert. Ob's wirklich funktioniert. Ja, wie immer hast du recht. Haben wir kein Glück und dieser Schafzahn sieht uns. Er uns nicht fressen, denn wir duften scheußlich. Denn wir sind scharf und stinkig, stinkig und scharf. Er sieht nicht das, was er nicht sehen darf. Er uns nicht sehen mit den roten Augen, weil wir so schleimige Verkleidung tragen. Er riecht uns nicht. Er sieht uns nicht. Weil wir stinken. Du bist dran. Dann bist du so wie wir. Scharf und stinkig, stinkig und scharf. Das könnt ihr vergessen, nein, das mach ich nicht. Aber der böse Schafzahn, der wird dich dann auch riechen. Na und dann werde ich mich vor ihm verkriechen. Das schaffst du nicht. Du musst so sein. Scharf und stinkig. Hey, das ist nicht nett. Scharf und stinkig. Wie geht's? Scharf und stinkig. Stinkig und scharf. Wir alle stinkig wie Mist.